Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play FIFA 16 Ultimate Team. Zweiter Versuch. Premier League Team ist wieder am Start. Zwei Spiele haben wir noch. Wir wollen ja den Ligatitel in Liga 8. Letztes Spiel war schlecht. Müssen wir so sagen, ich bin ja immer noch ein bisschen in der Findungsphase. Vielleicht doch auch eine andere Aufstellung. Dass es jetzt groß am Team liegt, würde ich gar nicht unbedingt sagen. Wir schauen uns erstmal, mit wem wir es zu tun bekommen. 81er Rating und haben hier Premier League gegen Premier League. Firmino, Giroud am Start. Schneiderlin, Valdes beispielsweise, Port Zabaleta, Moreno haben wir mit dabei. Wird interessant. Also insgesamt, ich glaube, mein Team hat ein Oscar-Rating, Sainz hier ein bisschen überlegen. Firmino bei Liverpool ist hat die Bundesliga verlassen. Und Liverpool generell ja gar nicht so schlecht drauf, jetzt nachdem sie von Kloppo übernommen wurden. Und dann schauen wir mal, wer hier das bessere Premier League-Team hat, beziehungsweise wer der bessere Spieler ist. Das ist ja am Ende das Entscheidende. Bis zu einem gewissen Grad kann man, wie ich finde, doch das sicher ausgleichen. Also, dass auch jemand mit einem schlechteren Team beispielsweise gewinnen kann. Aber irgendwann, wenn dann der andere Spieler, wenn zwei Spieler auf etwa gleichem Niveau sind, muss man meiner Meinung nach doch sagen, machen auch die Spieler irgendwann ein bisschen was aus. Wenn du dann einfach immer den langsameren, immer den schwächeren Spieler hast, dann wird es schwierig. Jetzt haben wir hier Gradel. Und die Grätsche von Zabaleta hat zwar eigentlich nichts gebracht, hat uns aber doch ein bisschen aus dem Konzept gebracht, sodass es hier nur Abstoß gibt. So. Costa. Ganz schlechter Dreiecksball in die Mitte. Und dann wäre es sogar noch ein Foul gepfiffen worden. Vorteil lief. Nichts passiert. Wir stecken auf Diouf durch. Der nimmt den Ball hier aber suboptimal mit. Arce hat weiter gedrückt. Gradel hat ihn. Körperlich aber nicht der Stärkste. Hier Ramsey am Start. Und wir haben hier Giroud gegen Costa. Da haben wir doch Vorteile, würde ich mal behaupten. Wobei Giroud jetzt hier über den Flügel. Und richtig starke Parade. Firmino Gott sei Dank nicht das Kopfballungeheuer. Schlecht geklärt. Und da rollt nochmal die Zeit. Abgefälscht. Heieiei, das geht schon wieder hitzig los. Das sollte Ecke geben, so ist es. Wir haben hier Barkley am Start. Und er macht das Ganze flach. Und wieder abgefälscht. Und jetzt die andere Seite. Ich hoffe, da wird es ebenso nichts mit dem Torerfolg. Diesmal Townsend, das gibt wieder einen Pass in die Mitte. Und Mamdiouf mit 90 Pace. Darf sich jetzt mal austoben. Und sprintet, ähnlich wie in der letzten Folge, völlig übermotiviert in einen Abwehrspieler hinein. Und hier die nächste Ecke. Heieieiei. 15 Minuten um. Er ist ganz gut am Drücker. War jetzt ungefährlich, also ist nichts passiert. Und ich denke, er macht es wieder flach. Von daher laufe ich gleich mal nach hinten. Nein, diesmal gibt es die klassische Ecke. Und Boni am Start. Und wir schauen mal, ob wir hier eine lange Ballrichtung Mamdiouf bekommen. Und den auch behaupten. Aber es gibt einen Wurf. Den hat er noch geklärt bekommen. Ja, Diouf wirklich auch im letzten FIFA schon gefährlicher Spieler gewesen. Costa. Nein, vom Keeper geklärt. Von Victor Valdes. Und wir haben ja hier den dritten Menu-Keeper am Start. Und was ein Fehlpass. Mit Ansage, wie man so schön sagt. Pace-technisch sicher überschaubar mit Giroud, was er da vorne im Sturm zu bieten hat. Setzt da eher auf körperliche Starke. Auch mit Boni, das muss man ganz klar so sagen. Aber gleich wieder dabei verlust im Aufbauspiel. Das geht einfach noch bei mir zu schnell. Da muss ich vielleicht doch nochmal einen Schlenker nach hinten machen. So wie er das hier macht. Den Ball ein bisschen länger behaupten. Aber da haben wir den Ball. Und jetzt geht es in die andere Richtung. Und das war ein Pässchen zu viel. Traurig, aber wahr. Und jetzt mal ein Ball zu lang von ihm. Noch steht er noch 0-0. Noch ist der Ligatitel ohne weitere Probleme drin. Ich hoffe, das kann ich auch noch am Ende behaupten. Oder dann haben wir ihn in der Tasche. Und Diouf hier ins Abseits gelaufen. Und er lässt es laufen. Sehr schön. Gerade noch abgebrochen, dass er gar nicht erst zum Ball geht. Und dementsprechend gab es dann jetzt hier auch keinen Abseitspfiff. So, hier haben wir wieder Diouf. Wir probieren es mal. Gar nicht so ungefährlich, weil das mit einer starken Parade. Und jetzt machen wir es mal. Und wir probieren es im Alex-Stil über eine kurze Ecke. Mit Townsend. Mit dem Roulette vorbei. Aber man merkt direkt, sein Roulette nicht so grazil wie das vieler anderer. Hier, Ball Richtung Schradel. Und wir probieren den Schlenzer. Ah, Schlenzer, naja.
Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ein starker... Jetzt, Juff. Alter Verwalter, wie hoch war der bitte angesetzt? Mann, da gab es die große Chance und er hat nicht zugeschlagen. Also, weiter geht's. Immer noch ein 0-0 am Start. Hier der Vorteil. Und Costa will rausspielen, schafft das aber nicht. Und Romero darf jetzt seine Skills zeigen, die nicht gerade berauschend waren. Kleiner Chip auf Juff, der ist körperlich stark, kann ihn eigentlich rüberlegen, macht das nicht. Und jetzt schauen wir, ob wir hier unten mit Fernando Costa und Gradel. Pass Richtung Buckley und jetzt Costa. Direktabnahme. Wow, war ein Pfund, aber schon wieder Valdez stark pariert und wir machen es wieder kurz. Und wollte rüberschieben, aber das war zu ungefährlich. Weil er ist jetzt doch schon einiges zu tun bekommen. Bisher aber alles souverän. Und jetzt hier Costa. Das war dann ein Schlenzer zu viel. Da hätte ich vielleicht den direkten Weg. Und jetzt Barclay. Oh, weil das nächste starke Parade. Jetzt geht's hier aber rund. Haben sich die Rollen geändert. Erst war er am Drücker, jetzt bin ich am Drücker. Roulette, Pass in die Mitte. Aber Juff bekommt ihn nicht. Schade, schade. Sonst hätte das vielleicht gefährlich werden können. Aber jetzt rollt der Konter. Und wir haben Henderson am Start. Der hier zwar beackert wird, aber den Ball behaupten kann. Und Townsend hilft nach hinten mit. Das sieht man auch gerne. So, und spielerisch befreit, Fragezeichen. Ja, Ausrufezeichen. Juff darf den Ball jetzt hier behaupten. Und das sollte ein Foul gewesen sein. Ja. Und das sind vielleicht wirklich die Schlenker, die mich auf lange Sicht hier ein bisschen weiterbringen. Nicht der direkte Weg, sondern nochmal ein kleines Häkchen, um einfach Fehlpässe zu vermeiden. Barclay auf Juff, trägt ihn weit raus. Und gegen Zabaleta ziehen wir hier leider auch den kürzeren. Und Halbzeit. 0-0. Noch alles drin. Ich denke, ein recht ausgeglichenes Spiel aus der Halbzeit. Erster Teil war eher dominant. Jetzt würde ich sagen, zweite Hälfte der ersten Halbzeit geht an mich. Costa mit einem Schuss. Das geht besser. Wird hier gerade auch von den Kommentatoren analysiert. NDR 19 gegen FC Brenner. 0-0 zur Halbzeit. Argentinisches Wappen hat er hier am Start. Schau mal, ob es zweite Halbzeit ein bisschen besser geht. 56% Ballbesitz. Haben wir in dem Fall nichts draus machen können. Scheint so, als eventuell gibt es hier bei ihm eine Pinkelpause. Oder es werden noch ein paar Feinjustierungen im Team oder bei den taktischen Vorlagen gemacht. Spielen hier sehen wir im Hintergrund eher in einem kleinen Stadion. Pinkelpause, dafür war es zu kurz. Vielleicht also nur ein bisschen taktisch angepasst. Schauen wir mal, ob wir jetzt das nötige Tor hinbekommen für den Ligatitel. Hat das ja schon in den letzten Folgen immer mal wieder erwähnt. Ich tue mir wirklich noch recht schwer. Aber ich denke, das kommt alles mit der Zeit. Muss es. Üben, üben, üben ist hier die Devise. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Und hier wären wir schon vorbei gewesen. Zabaleta hindert uns aber. Und wir bleiben mit Barclay hängen und haben jetzt hier Bonnie. Mit einem kleinen Roulette. Bullig ist er ja. Und hier. Kein Elfer. Das dachte ich schon, Elfer. Das wäre es ja gewesen. Gott sei Dank nicht. So, hier Krummen, von ihm auch wenig zu sehen. Mal so einen Vorstoß über den Flügel. Bisher Fehlanzeige. Aber auch Azpilicueta hält sich, was das angeht, noch ziemlich zurück. Und eigentlich den Ball abgefangen. Oh, als wenn das ein Freistoß war. Jetzt müssen wir schnell auf die Linie sprinten. Tor angesetzt. Da hat er sich auch ganz schnell beeilt. Ich habe es trotzdem noch auf die Linie geschafft mit Kabul. Und Gott sei Dank ist nichts passiert. Jetzt schauen wir mal, dass es wieder nach vorne geht. Azpilicueta mit einem kleinen Vorstoß. Und Costa auf die Juff. Und hier unten, ne, hat Townsend ein bisschen Platz. Aber wird schon wieder beackert von Henderson. Und genau das sind, denke ich, die Situationen, wo man dann, oder wo ich jetzt in Zukunft probieren werde,
noch einen kleinen Schlenker einzubauen. Zwar ein bisschen das Tempo rauszunehmen, aber auch im letzten FIFA, oder ich spiele ja auch auf Ballbesitz, also nicht auf jemand, der es hier schnell nach vorne stürmt. Ja, weiß ich nicht. Ist das vielleicht eher der Weg zum Ziel bei mir? Oder vielleicht auch eine andere Aufstellung. Auch da gibt es natürlich noch Möglichkeiten ohne Ende. Habe ich ja jetzt noch ein bisschen Zeit, bis FIFA 17 rauskommt, was Passendes zu finden. So, Diouf weicht hier auf den Flügel auf. Wir passen mal Richtung Fernando. Aus der Drehung. Aus der Großchance, zweite Halbzeit. Insgesamt leider zu umplatziert. So, eine halbe Stunde bleibt nur noch. Schauen wir mal, dass wir hier noch was auf die Beine gestellt bekommen. Pass Richtung Diouf. Leider nicht angekommen. Und der Angriff in eine andere Richtung, aber schön abgefangen. Und da gab es einen Foul. Und Barkley und Henderson beide mit jeweils 90% Passgenauigkeit. Das lässt sich doch sehen. Costa auf Fernando. Der mit... Ah, wir haben hier Townsend am Start. Und jetzt aber. Hatte ich noch einer rein. Haben wir eigentlich schon einen freien Weg zum Tor gehabt. Dann kam aber rechtzeitig noch ein Verteidiger. Und hat sich da ausgetobt. Und hier Fernando jetzt noch... Oh. Kabul! Das Biest! Wenn es nicht anders geht, denken sich die Innenverteidiger, müssen wir ihm zuschlagen. Alles andere als filigran, alles andere als schön, aber Tor ist Tor. In der 68. Minute holt er sich den Ball und zieht ab. Und keine Chance für den Keeper aus so kurzer Distanz. Und das wären momentan die drei Punkte, die wir zum Ligatitel brauchen. Und im Optimalfall, ganz klar, hängen wir da gleich noch ein Türchen hinterher, um ein bisschen Ruhe reinzubringen. Und jetzt ein Schlenzer und jetzt ein Chip Richtung Barkley. Der hier den Ball gegen Moreno leider verliert. Aber wir beackern und bleiben im Ballbesitz. So, und ab geht's nach vorne. Costa. Schradel. Oh, abseits. Schade. Hatte ich ehrlich gesagt gar nicht gesehen, aber wird wohl stimmen. Wenn das FIFA hier sagt, dann ist das so. Und Schradel im Kopfballduell. Zieht er den kürzeren? Jetzt müssen wir aufpassen. Oh, ganz schlecht rausgelaufen. Abseits. Ganz gut rausgelaufen. Abseitsfalle, die eigentlich nicht vorhanden ist, hat zugeschlagen. Und jetzt hier Coleman. Lass mal den Ball mal ein bisschen nach vorne treiben. Nehmen hier Diouf mit. Und Costa und Barkley. Eigentlich eine schöne Drehung, aber leider den Ball nicht unter Kontrolle bekommen. Sonst wäre das Ganze natürlich wunderbar gewesen. Und hier langer Ball Richtung Schneiderlar. Aber wir haben schnelle Verteidiger. Eieiei. Es geht hier aber rund. 77 Minuten, das Spiel wird rauer. Gegner scheint hier auch noch was reißen zu wollen, Zeichen zu setzen. Und wieder Coleman. Als Antreiber. So, wir nehmen mal draußen Townsend nochmal mit. Schön stehen lassen. Und dann aber leider den Ball verloren und nicht mal die Ecke. Aber Coleman hat ihn wieder. Costa Richtung Diouf. Oh, ganz knapp. Keeper war aber nicht dran. Vielleicht mit der Hacke. Der Pass hier hinter. Nein, nicht die Hacke. Aber der Pass kam an. Barkley, probieren wir es. Oh! Starke Parade von Valdez. Und jetzt geht es hier richtig heiß her. Probieren wir den Chip. Über den Keeper. Fernando bekommt den und wir probieren den Schuss. Da waren zu viele Füße davor. Es war nicht anders zu erwarten. Und Coleman hier. Lass mal Bonny alt aussehen. Und wir nehmen Juff mit. Oh, war abseits. Glück gehabt. Das wäre sonst ein Abschluss gewesen von Townsend, mein lieber Schieber. Und es laufen hier die letzten Sekunden. Und Costa. Diego Costa. Durch das Ding! Das lässt er sich nicht zweimal sagen. Es ist auch in dem Team der Capitano angekommen. Im letzten Spiel eine Vorlage. Jetzt hier das entscheidende 2-0. Ligatitel in der Tasche. Und es wird, es muss werden. Ich werde das einfach Folge für Folge, Spiel für Spiel weiter an meinem Spielstil
arbeiten und einfach schauen, ja, das wieder langsam, aber sicher auf FIFA 15 Niveau zu bringen. Wo sicher noch was fehlt, gar keine Frage. Aber es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. So, vielleicht machen wir noch eins mit Townsend. Mit Glück im Ballbesitz geblieben. Schlenker hier, Schlenker da, Ballverlust. Diouf aber halb den Ball gehabt. Und jetzt geht es hier nochmal in die andere Richtung. Und Kabul muss hier zeigen, was er drauf hat. Das war Abseits. Und das sollte es auch gleich gewesen sein. Romero darf nochmal abstoßen. Wieder raus auf die Flügel. Und das war's. Schöne drei Punkte. Der Ligatitel. Ein Spiel hätten wir als Puffer noch gehabt in der Tasche. Fernando, Mann des Spiels. Schöner Münzenboost. Und auch noch aufgestiegen. Daher nochmal ein paar extra Münzen. Und wir schauen mal. 16 Punkte. Wir haben es. Den Titel gewonnen. Sind dann jetzt in Liga 7. Und ich muss mich da wieder bei Null anfangen. Yo, das war's zur heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst doch gerne einen Daumen hoch da, wenn's so ist. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.